Die US-Handeln fragen, wenn der neue Release da ist. Kein Kram, der viel Arbeit kostet, viel Nerven und da durchaus Sachen, die sich vielleicht automatisieren lassen. Die Website ist grundsätzlich relativ einfach gehalten, da haben wir nie große Probleme gehabt. Was schon einmal das erste dann aber war, wie kriegen andere Leute Code bei uns rein? Das heißt, welche Möglichkeit haben wir, dass wir Code annehmen? Wir haben lange diskutiert, lange überlegt und bei uns war der Schritt eigentlich relativ klar, dass wir auf ein verteiltes Versionskontrollsystem setzen. In dem Fall haben wir uns für Mercurial entschieden. Es bietet uns mehrere Vorteile. Das erste ist, Mercurial ist einmal sehr schnell. Mercurial arbeitet verteilt, das heißt, es gibt nicht diesen Single Point of Failure. Wenn ein User quasi den Server verliert, kann ein anderer Server das durchaus schnell übernehmen, einfach weil man bei Mercurial die Möglichkeit hat, dass man offline committet. Das heißt, man muss nicht zwingenderweise eine Verbindung zum Server haben, damit man einen Commit machen kann. Das ist relativ wichtig für Leute, die vielleicht offline arbeiten wollen oder müssen, so Zug fahren, im Flugzeug oder wo auch immer. Das ist insofern relativ praktisch für uns gegangen. Mercurial war auch ein relativ kleines Projekt von Upstream, wo wir wirklich First-Hand-Support bekommen haben von Entwicklern. Also es gibt da auch deutsche Entwickler, die sind bei uns im Channel aufgetaucht, wie sie gehört haben, dass wir Versionskontrollsysteme evaluieren. Und das sind eigentlich alle Fragen, die wir gehabt haben, in welche Richtung arbeitet man da, wie kann man das automatisiert backuppen, wie kann man das möglichst elegant ins Web kriegen. Und wir haben unser Setup auch als weiteren Schritt dann dokumentiert. Relativ viele Projekte stehen so vor der Entscheidung, ja, auf was setzen wir, da gibt es Subversion, da gibt es CVS, Git, Mercurial, Dark, 100.000 verschiedene Versionskontrollsysteme und da muss man mal herausfinden, was man braucht. Relativ viel Aufwand herauszufinden, was man braucht, ist das Durchtesten. Das heißt, was hat man, wie migriert man, wie bietet man gewisse Metriken an. Also wir haben so Sachen gehabt wie, es ist eine Pflicht, dass man anonymen Checkout ermöglicht, das heißt Leute, die noch keinen Entwicklerzugang haben, müssen trotzdem möglichst einfach an den Source kommen. Standard-Feature. Aber wie macht man das dann, dass man zum Beispiel ACLs abbildet, dass Entwickler in verschiedenen Ausprägungen Rechte haben? Ein Core-Entwickler, unter Anführungszeichen, der sehr viele Pakete betreut, der hat wahrscheinlich einfach mehr Rechte in der Versionskontrolle und kann wahrscheinlich viel mehr Pakete schreiben als ein anderer. Wir haben auch durchaus Contributor, die dürfen nur in ein einzelnes Debian-Paket committen. Das haben wir abgebildet und wir haben das dann im Detail dokumentiert, also wie wir das durchgesetzt haben, schreiben auch Tipps für die Praxisarbeit. Und dann sind so erste Probleme aufgetaucht, wie wir arbeiten mit Mercurial, das ist noch relativ frisch in der Debian-Welt, also es gibt SVN Build Package. Dann ist das erste Problem eigentlich aufgetaucht, wie arbeitet man mit Debian-Paketen da effizient. Und da ist der Alex wieder ins Spiel gekommen, der hat dann HG Build Package geschrieben, also HG ist die Abkürzung für Mercurial. Wo wir der Alex dann hergegangen ist und auch gesagt hat, so funktioniert grundsätzlich das, was wir brauchen. Wir erfinden aber deswegen nicht andere Tools neu, also unsere Entscheidung war ganz klar, SVN Build Package wollen wir nicht nachbauen, sondern wir bauen unsere Tools für das wir sie brauchen. Das war eigentlich der erste Schritt in die Richtung. Dann ist es weitergegangen, so über Sachen wie Repository pflegen. Wir haben zwar Live-CD, aber wir bieten auch durchaus die Möglichkeit an, Updates zu machen, sowohl auf einer Festplatteninstallation als auch live. Da muss man natürlich irgendwie die Pakete rausbringen an die Menschen. Das war mal wirklich ein wüster Hack von mir, das war also ein 150-Zeilen Shell-Skript, das mir so ein Archiv generiert hat. Wenn man sich das heute anschaut, wie das funktioniert, wird man sich am liebsten verstecken. Es hat funktioniert, aber leider nicht skaliert. Erstes Problem war, wie der Alex angefangen hat, BPC-Port zu machen, also wo einfach Power-PC gekommen ist und dann haben Entwickler von uns auch erste AMD64-Rechner gekriegt. Dann wollten wir einfach Multi-Arch sein, das heißt, wir wollten mehrere Architekturen aus einem Repository heraus unterstützen. Das ist mit dem Ansatz, der bis damals gelaufen ist, einfach nicht gegangen und der Alex ist hergegangen und vielleicht redest du weiter. Ja. Das Wichtigste an dieser Stelle war erstmal das bis dahin verwendete Paketsystem, was eigentlich da
Apps sind einfach dahin geworfen, wenn es möglich war, durch einen Setup zu ersetzen, was skaliert. Auf beliebig viele Architekturen, auf beliebig viele Flavors. Das heißt, dass wir halt sagen können, okay, wir haben eine Grümmel Small, wir haben eine Grümmel, wir haben die 64, wir haben hoffentlich irgendwann die Grümmel PPC, wir haben die normale Grümmel. Das alles muss man handeln. Klar, man kann natürlich hingehen und sagen, okay, wir pflegen für jede Architektur, für jedes Verzeichnis, für jedes Flavor ein Verzeichnis, wo wir alles reinpacken. Das ist aber einfach nicht mehr handelbar. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe eine Archivsoftware geschrieben, die sich ein bisschen die Archivsoftware von Debian als Vorbild genommen hat. Da ich auch Debian-Entwickler bin, habe ich da einen ziemlich tiefen Einblick und habe was Eigenes geschrieben auf Basis eines anderen Archivtools. Das uns ermöglicht, dass Entwickler Pakete hochladen können, dass wir selber Pakete zwischen Architekturen automatisch bauen können, dass wir sie zwischen verschiedenen Flavors hin und her schieben können, dass wir sie releasen können. Das Releasen ist dann auch wieder ganz wichtig, damit in der Lage sein muss, diese Software auch auf Dauer anzubieten. Wenn alles in einem Verzeichnis liegt, hat man immer das Problem, Software, die man verwendet, um Software zu verteilen, ebenfalls mitskalieren muss. Je größer das Projekt ist, insbesondere im Distributionsbereich, desto eher muss man in der Lage sein, es zu skalieren. Weil sonst hat man sich irgendwann einen Arbeitsaufwand aufgehalst, der einfach nicht mehr tragbar ist. Hier möchte ich mal einen Schritt wieder zurückgehen, was nämlich eigentlich noch vor diesem Schritt kam, ist nämlich das hier. Dokumentation. Dokumentation ist eines der größten Mankos, was es überhaupt in der Open Source Welt gibt. Kein Techniker schreibt auch nur annähernd gerne Dokumentation. Die wenigsten tun es. Aber Dokumentation ist nun mal der Weg, in ein Projekt einzusteigen. Wenn ich in der Lage bin, irgendetwas nachzuvollziehen, was andere Leute gemacht haben, ist für mich die Hürde viel höher, um in ein Projekt einzusteigen. Klar ist unser Ziel, natürlich auch neue Entwickler anzulocken. Das sollte das Ziel eines jeden Open Source Projektes sein, dass man am Ende mit vielen Leuten an einem Produkt arbeitet. Das kann man aber nur schaffen, wenn man Dokumentation schafft. Ohne Dokumentation kommen fast keine neuen Entwickler. Deswegen haben wir uns auch hingesetzt und haben uns überlegt, wie können wir dokumentieren. Für uns als Techniker war eigentlich relativ klar, dass dieses Tool so simpel wie möglich sein muss. Das heißt, mit einem normalen Texteditor, remote zu schreiben, das Ganze auch in einem Versionskontrollsystem ablegen zu können. Eines der Hauptmankos von Programmen wie OpenOffice ist es, dass man es nicht vernünftig versionskontrollieren kann und mit mehreren Benutzern daran arbeiten kann. Das ist ein Riesenaufwand, wenn man so etwas mit einem Word-Prozessor machen würde. Deswegen, aber trotzdem muss man natürlich ansehnliche Dokumentation erzeugen. Sie muss auch in mehreren Formaten verfügbar sein. Sie muss online verfügbar sein. Sie muss offline verfügbar sein. Gerade bei einer Live-CD will man die Dokumentation natürlich auch mit auf die CD packen und offline verfügbar haben. Wir haben auch viel evaluiert. Es gibt zum Beispiel, man kann sagen, okay, wir dokumentieren alles in LaTeX. LaTeX ist schön, wenn man große Dokumente schreiben möchte. Aber oftmals will man keine großen Dokumente schreiben. Also sind wir hingegangen und haben ein paar Tools noch evaluiert. Und wir sind am Ende auf ASCII-Doc gestoßen. ASCII-Doc ist noch relativ jung, also relativ wenig verbreitet, und hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus ASCII-Files, die einfach formatiert sind, ungefähr so, wie man es auch schreiben will, wenn man einfach einen Textfile runterschreibt, ansehnliche Dokumentation zu erzeugen. ASCII-Doc arbeitet im Hintergrund mit DocBook, ist dadurch in der Lage, für die gesamte DocBook-Toolchain nahezu alle Ausgabeformate zu erzeugen. Ich bin in der Lage, aus einem einfachen ASCII-File PDF, HTML, TXT, also formatierten Text zu erzeugen. Ich kann sogar Open-Office-Dokumente erzeugen. Ich kann aus meinen ASCII-Dokumentationen ohne Probleme ein Open-Office-Dokument machen, was ich an irgendjemanden geben kann, der damit arbeiten möchte. Weil er halt nicht in der Lage ist, mit ASCII-Doc oder ähnlichem zu arbeiten. Ich kann auch Webseiten damit erstellen. Das machen wir jetzt allerdings nicht. Das ist die ASCII-Doc-Webseite, die ist komplett in ASCII-Doc geschrieben. Liegt auch dem Paket bei, wenn man das mal angucken möchte. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, wie das dann aussieht. Was
auch noch wichtig ist bei AsciiDoc, Enroth, wer mal selbst Manpages im Ursprungsformat geschrieben hat, der weiß, dass das irgendwo nicht mehr skaliert, wenn die Manpage wirklich mehrere Seiten bekommt. Wir haben ein Projekt Zschellovers, das sind 40 A4 Seiten, die habe ich mal wirklich in Enroth geschrieben. Das Problem ist, es schickt mir niemand ein Patch gegen die Datei, weil ich bin der Einzige, der weiß, wenn ich an der Zeit was ändere, wie das im Endeffekt ausschaut. AsciiDoc rendert uns alle Formate raus, die wir brauchen können. Das heißt, es fängt an mit der Manpage, wir schreiben die Manpage ab jetzt, oder jetzt wirklich als Usus, immer in AsciiDoc, kriegen eine Manpage raus, kriegen das gleiche für HTML, also sofort ins Web stellen. Auch die Dokumentation online ist sehr wichtig für Leute, die einfach mal die aktuelle Dokumentation lesen wollen, ohne dass sie ein Paket installieren müssen. Und auch ein PDF zum Ausdrucken, dass man es an jemand anderen schickt und es kommt so raus, wie man es am Bildschirm sieht. Ja, das ist jetzt ein Beispiel dafür. Das ist die Manpage von Grummel Bootstrap, einem Tool, um aus Grummel heraus Eventsysteme zu installieren. Die sind AsciiDoc geschrieben und aus diesem sehr gut, eigentlich finde ich sehr gut lesbaren Format wird am Ende eine komplett formatierte Manpage erzeugt, die mit allem arbeitet, was man von Manpages erwartet. Fettschreibung, Kursivbeschreibung, Unterschrift, Unterstrichen, dass sie richtig gruppiert ist. Dadurch, dass wir in der Lage sind, auch wirklich nur, das ist das formatierte HTML-Beispiel dieser Manpage. Das heißt, wir sind in der Lage, mit einem Eingabeformat alle Ausgabenformate abzudecken, die wir jemals brauchen werden. Das ist ein Riesenvorteil, weil man sich dann auch wirklich mal hinsetzt und Prozeduren dokumentiert, wie Software selber dokumentiert. Mittlerweile gibt es bei uns zum Beispiel die Grundvoraussetzung, dass jedes Programm, was in Grummel aufgenommen wird, was eine eigene Entwicklung ist, dokumentiert sein muss. Sonst wird es nicht aufgenommen. Ohne Manpage gibt es kein Programm bei uns. Punkt. Das ist eine Grundregel. Wenn man sich daran hält, erhöht man auch die Qualität eines Produktes einfach. Und was auch wichtig ist, wenn man LaTeX nimmt, das ist im technischen Bereich durchaus verbreitet. Das Problem ist, man muss Leute finden, die auch wirklich Dokumentation für existierende Tools schreiben, sei es jetzt zum Beispiel ein Anwendungsfall oder Dokumentation von bestimmten Vorgängen, die jetzt der Entwickler nicht mehr dokumentieren will, weil er sie schon 14.000 Mal in der Praxis angewandt hat. Jetzt gibt es aber durchaus Leute, die jetzt motiviert sind, sowas zu schreiben. Die haben aber dann durchaus die Einstiegshürde, wenn man auf ein relativ kompliziertes Format setzt, auf ein relativ bestimmtes Tool vielleicht, die müssen ein OpenOffice haben, vielleicht haben die jetzt aber gar keine grafische Umgebung oder sie haben ein Betriebssystem, wo OpenOffice gar nicht läuft. Die können mit einem Plaintext-Datei viel besser arbeiten und das kann man viel leichter im Nachhinein editieren, falls der wirklich irgendein Blödsinn quasi drin produziert. Das heißt, die Einstiegshürde bei der Infrastruktur muss man sich selbst einfach möglichst gering halten, damit neue Entwickler kommen und Patches gegen vorhandene Dokumentation geschrieben werden kann. Was auch noch wichtig ist bei Dokumentation bezüglich Infrastruktur, ist Infrastruktur beschreiben. Es ist nichts gefährlicher, als es macht jemand den Perl-Hack, also da gibt es in jedem größeren Projekt gibt es das, Perl-Skripte, Python-Skripte, Ruby-Skripte, je nachdem, was der aktuelle Betreuer quasi bevorzugt. Wenn der mit denen verschwindet, wird das Ganze nochmal von Scratch geschrieben, weil keiner weiß, was im Detail im Programm abgeht. Da hat der Alex relativ viel dokumentiert, wie er das installiert hat, was er geändert hat, welche Konfiguration er gewählt hat und vor allem, wie man es anwenden muss. Was passiert zum Beispiel, wenn wir ein neues Team-Member kriegen? Das fängt an damit, dass man E-Mail-Adresse versorgen muss. Das geht über Accounts im Mercurial-Repository etc. Das heißt, die Schritte, wie kann man jemanden extern integrieren, ohne dass man den in gefährliche Infrastruktur reinlässt. Das sind so Sachen, wo man dann abbiegen muss, setzt man auf öffentliche Services oder macht man Infrastruktur auch selbst. Wir haben ganz klar entschieden, wir machen es selbst, wir haben die Ressourcen dafür, wir haben das Know-how dafür. Wenn man das nicht hat, dann muss man einfach zu einem Provider gehen, wo das abgedeckt wird, was man braucht. Das muss man im Vorfeld wissen. Also auf manche Sachen kommt man sonst einfach erst drauf und stellt fest, das war eigentlich das falsche Pferd, auf das ich gesetzt habe. Anderer Vorteil von ASCII-basierten Dokumentation ist, man kann es diffen. Das heißt, wir sind in der Lage, vernünftig zu sehen, was hat sich zwischen den letzten Jahren so getan. Ich weiß nicht, wer schon mal in Word versucht hat, mit Änderungskontrolle zu arbeiten, wo man dann ein halbes Dokument hat, wo dann
durchgestrichene, unterstrichene, bunte Elemente drin sind. Mir persönlich gelingt es nicht, da vernünftig aus auf einen Blick zu erkennen, was sich geändert hat. Das sieht hier ganz anders aus. Hier sehe ich auf einen Blick, was sich geändert hat. Hier sind einfach Formatierungsänderungen gewesen, wo man was umgekehrt hat. Und das ist ein Vorteil, den man bei allen Binärformaten einfach nicht hat. Man ist da auf die Applikation angewiesen, die, mit der man das Format bearbeitet. Und das kann ich mit jedem beliebigen Texteditor lesen, da kann ich mit diff ran, da kann ich mit patch ran, da kann ich mit grep, find. Und wie diese ganzen Tools, mit denen man täglich auf der Shell arbeitet, alle heißen, kann die alle verwenden. Also ich bin niemals auf externe Software angewiesen. Selbst wenn irgendwann mal ASCII.doc komplett verschwinden würde, es keine ASCII.doc-Binary mehr gäbe, könnte ich die Dokumentation noch lesen. Das ist bei Word, wie man aus der Praxis sehen kann, oder OpenOffice oder was auch immer, nicht unbedingt der Fall. So, jetzt haben wir geklärt, quasi, was jemand an Patch macht. Wir haben Versionskontrolle, wir haben eine relativ leicht zu handhabende Dokumentation. Das muss jetzt irgendwie zu uns kommen. Jetzt braucht man Infrastruktur, damit man auch diese Sachen verwaltet, annimmt, zuweist. Wir haben als ersten Schritt bei Projektbeginn haben wir das Debian-Backtracking-System aufgesetzt für uns. Das ist ein- und frei gelaufen, kein Absturz, kein Konfigurationsproblem, hat wunderbar funktioniert. Das einzige Problem war, wir haben keine 20 Bug-Reports drin gehabt. Die Einstiegshürde war einfach viel zu brutal für unsere User. Wir haben schon mit sehr fortgeschrittenen Leuten zu tun. Also wir haben als Zielpublikum nicht Einsteiger, die überhaupt nur mit grafischen Interfaces zurechtkommen, sondern das Problem ist, dass man sich, um eine Bug-Report zu machen, damit ja beschäftigen muss, wie kriegt man den an die Entwickler an. Bei uns sind die meisten Bug-Reports via Web hereingekommen. Das heißt, wir haben ein Kontaktformular, wo alle Details draufstehen, das heißt, alle Varianten sind dokumentiert. Sowohl die klassischen Release-Spezifik-Themen, also welche Probleme tauchen in welcher Release vielleicht auf. Dann haben wir dokumentiert auch, dass wir ein Bug-Tracking-System haben und haben dann die Möglichkeit gegeben, relativ einfach mit Namen, E-Mail-Adresse und der Nachricht selbst uns Nachrichten zu übermitteln. Das funktioniert für die Leute in dem Moment, in dem sie Netzwerkzugang haben. Debian Bug-Tracking-System ist wunderbar, auf keinen Fall missverstehen, das funktioniert so für Projekte wie Debian perfekt. Das Problem bei uns war, dass wir viel zu klein sind, damit wir mit so einer Software skalieren können. Das heißt, wir sind vor der Entscheidung gestanden, wie handhaben wir Bugs, die anders verwaltet werden sollen als via Webinterface. Das Problem bei Webinterface ist, selbst wenn man jetzt ein Ticketsystem dahinter schaltet, es muss ja irgendwie verwaltet werden. Ein Bug-Tracking-System ist für die Entwickler viel komfortabler und in dem Moment, in dem wir einen Bug-Report bekommen, über ein Webformular können wir sofort in ein Bug-Tracking-System laufen lassen. Das große Problem an webbasierten Bug-Tracking-Systemen ist auch immer, dass man da eine Splittung hat. Der Benutzer liebt Webinterfaces. Der Entwickler hasst Webinterfaces. Das heißt, man hat da ein Problem, mit dem man erstmal zurechtkommen muss. Das heißt, man muss dann es schaffen, zwei Welten zu verheiraten. Man braucht den Entwickler, der Bugs bearbeitet, man braucht aber auch den Benutzer, der Bugs meldet. Das heißt, man muss in beide Richtungen die Hürde, um einzusteigen, so gering wie möglich halten. Und auch an dieser Stelle haben wir wieder relativ viel evaluiert und sind dann am Ende bei Roundup hängen geblieben. Roundup ist ein relativ simpler Tracker, der zum Beispiel auch von Track verwendet wird im Untergrund. Das ist also das, was man kennt. Ist Python-basiert und stellt einen Web-Client zur Verfügung, ist aber auch komplett via E-Mail steuerbar. Also Sie schicken eine Mail an die BTS-Adresse, kriegen dann eine Meldung zurück, Ihr Bug ist eingegangen, die Nummer, und können von da an per E-Mail sich mit dem Entwickler unterhalten, ohne jemals das Web-Frontend gesehen zu haben. Das ist für die Leute, die wie gesagt Entwickler sind oder halt auch nicht gerne Web-Interfaces mögen, sehr wichtig. Und die Leute, die trotzdem wollen, dass sie ihr Web-Interface reporten, sind nicht gezwungen, dass sie über unsere Webseite gehen, beziehungsweise weisen sie darauf hin, sondern die schreiben jetzt da Titel hinein, Priorität, Status, da muss man sich grundsätzlich nichts kümmern, das können wir dann als Entwickler noch zuweisen und schreiben da die relevante Information rein. Die Submit New Entry und wir haben dann die Möglichkeit, als Entwickler Prioritäten zuzuweisen. Das ist jetzt der nächste Schritt, der wichtig ist, wenn man jetzt Infrastruktur für Open-Source-Projekte verwaltet. Man muss
haben. Es gibt Bug-Reports, die sind kritisch, es gibt Feature-Requests, die sind alles andere als kritisch, obwohl der User sie natürlich gerne implementiert haben möchte. Es gibt so Sachen wie Won't Fix, das heißt, es kommen durchaus auch Feature-Requests, die auf keinen Fall so implementiert werden können, sei es jetzt das technisch unmöglich, technisch schwachsinnig oder der Entwickler will es einfach nicht implementieren. Und wir haben da also sowohl die Priorität von einem Bug-Report, also Feature-Request, Wish oder Package, das heißt, wir haben auch unsere eigene Kategorie für Bugs gemacht. Wir haben durchaus so Sachen, wo wir sagen, wir würden gerne das und das paketiert sehen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will ein Debugger-Paket von irgendwas machen, dann wissen wir, wo man ansetzen könnte, beziehungsweise wir können das sehr schnell herausfinden. Das geht dann weiter über so Sachen wie Status. Es gibt Leute von Firmen zum Beispiel, die die Software verwenden, für die ist das oft relativ kritisch. Das heißt, die schreiben auch ihren eigenen Patch, schicken den auch oft an den Entwickler, die integrieren den, aber die möchten wissen, wann ist ihr Bug in der Release gefixt oder wann ist der einfach übernommen worden. Das heißt, man muss auch durchaus die Möglichkeit haben, dass man sagt, bei uns ist es noch Android, das heißt, es hat jemand reingeworfen, aber es kümmert sich noch niemand drum. Chatting ist im Roundup definiert als, es wird gerade Informationen ausgetauscht seitens der User und seitens der Entwickler. Testing ist durchaus ein Status, der erwähnenswert ist, weil ein Automatismus greift. Das Problem ist, als Entwickler entwickelt man den Code, das heißt, man steckt den ein, baut das Paket, das funktioniert bei uns schon alles relativ automatisiert. Jetzt ist aber der nächste Schritt, jetzt muss man das Ganze irgendwie im Bug-Tracking-System auch melden. Alex ist jetzt wieder hergegangen und hat einen Automatismus erstellt, und in dem Moment, in dem bei uns im Changelog Testing und die Bug-Nummer drin steht, sobald es im Changelog drinnen steht, dann wird der Bug-Report von Unreal, Chatting, was auch immer, auf Testing gesetzt. Das heißt, weil wir wissen, es gibt ein gefixtes Paket, das nur in Status Testing ist, und sobald ein Upload stattfindet, wo Close ist drinnen steht, wird der Bug-Report geschlossen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ohne dass ein Paket-Upload stattfindet, ein Paket auf Resolve zu setzen. Was auch noch zu sagen, was extrem wichtig ist bei solchen Bug-Trackern, ist Anonymität. Es gibt zum Beispiel die, sage ich mal, Bugzilla-Krankheit, dass man sich nur um einen Bug zu finden, also noch nicht mal um einen einzureichen, registrieren muss. Das hängt ein bisschen von der Konfiguration ab, wie sie das Projekt macht. Aber so wie dieses Bug-Tracking-System zum Beispiel aus der Box kommt, braucht man allein, um den Bugs zu suchen, muss man sich schon registrieren. Und viele Benutzer sehen es einfach nicht ein, sich für etwas zu registrieren, obwohl es nicht nötig ist. Sozusagen muss man dauernd tausendfach an E-Mail-Adressen verteilen, Passwörter setzen und kein Mensch weiß wofür. Deswegen ist es relativ wichtig, dass man auch Bugs einreichen kann und auch lesen kann, ohne sich registrieren zu müssen, mit irgendwelchen E-Mail-Adressen und Passwörtern. Das ist eine ganz wichtige Hürde. Vielleicht nur ein kleines Detail, aber es ist eine ganz wichtige Hürde für viele Nutzer. Genau. Als nächsten Punkt muss man da vielleicht noch betrachten, Open-Source-Projekte sind ganz selten wirklich ein Einzelprojekt, also wo nur ein Entwickler dran sitzt. Wenn jetzt ein Bug-Report reinkommt, dann muss man das auch demjenigen, der sich darum kümmern sollte, mitteilen. In dem Fall ist das bei uns, nennt sich das Assign To bei Roundup, wo wir eine Userliste haben, wo wir die Bug-Reports einfach an die Leute zuweisen können. Das heißt, der Entwickler selbst schaut dann in seine Bug-Report-Liste, sieht dann sofort, folgende Sachen gehören gefixt, weil es ein Bug-Report ist, ihr Feature-Request für das Wochenende, wenn ihr Zeit habt, etc. Das heißt, man muss sich dessen bewusst sein, dass man die Leute informieren möchte und umgekehrt auch die Möglichkeit hat, für Externes zu tracken. Das heißt, ich schaue, wie viel hat der eine zum Tun, wenn der eh noch 15 offene Bug-Reports hat und der andere nur zwei, dann werde ich eher dem anderen irgendwas zuweisen oder dem fragen, kannst du da und da noch mithelfen. Eine Frage dazu. Bitte? Wann weist ihr etwas zu, wenn ihr genau wisst, der hat jetzt Zeit oder das passt in seinen Themenbereich oder? Abhängigkeit von der Person. Also ich weise es mir in dem Moment zu, in dem ich weiß, dass ich derjenige bin, der den Fix am schnellsten oder zuverlässigsten hat. Jeder andere ist da offen. Also wir haben auch eine Liste oder beziehungsweise Roundup stellt zur Verfügung. Show unassigned. Das heißt, Bug Reports als Beispiel
Themenbereiche. Das heißt, wir haben zum Beispiel Leute, die machen bei uns UDF-Pakete. Da will sich, wenn UDF-Bug reinkommt, gehört dieser Bug der und der Person. Das heißt, da ist es ganz klar. Teilweise haben wir auch sehr kurze Wege halt, dadurch, dass wir im IRC-Channel sehr eng zusammenarbeiten, dass wir halt auch einfach mal schauen können, hier, der hat ganz high, der hat den Bug auch gesehen. Was vielleicht bei uns automatisch passiert, ist, dass für neue Bugs, die gehen automatisch an eine Mailingliste. Das heißt, jeder Entwickler kann, wenn er möchte, diese Mailingliste subscriben und sieht, wenn ein neuer Bug eingeht. Das heißt, er kann dann sehen, okay, das weiß ich, das sehe ich sofort, was das Problem ist, da stelle ich einen Fix für und weise mir selbst den Bug-Report zu. Das heißt, es muss nicht unbedingt jemand von oben machen, sondern es können auch die Leute einfach selber machen, was an der Stelle auch ganz wichtig ist. Wenn ich natürlich erst zum Abteilungsleiter laufen muss, um den Bug selbst zuweisen zu können, damit klar ist, dass ich das erledige, dann mache ich es nicht. Vor allem, wenn es 2 Zeilen-Fix ist. Nee, ich sehe eher so das Problem, wenn man jetzt einen Bug einem zuweist und der sagt, oh, die nächsten 3 Wochen habe ich aber jetzt keine Zeit und man wird dann die Zuweisung geändert, wenn dann einer Zeit hat oder wartet man erstmal, bevor man den Bug einem zuweist? Das hängt natürlich im Detail vom Bug ab. Wenn der Bug kritisch ist, dann kann ich natürlich nicht, wenn er mir sagt, ich brauche 4 Wochen dafür, oder weil ich keine Zeit habe, kann ich den Bug nicht so stehen lassen. Das geht nicht. Wenn er natürlich ein Visual Feature ist, dann kann ich mir durchaus überlegen, dass 4 Wochen dafür eine akzeptable Zeit sind. Das ist in jedem Fall eine Einzelfallentscheidung. Also es ist eher eine To-Do-Liste, würde ich sagen, im Fall, wenn ich mir einen Bug zuweise, dann gehe ich davon aus, dass ich den in absehbarer Zeit implementieren, fixen oder Feature-Request implementieren werde. Wenn es aber jetzt einfach was ist, was mich nicht interessiert, wo ich sage, das mache ich in den nächsten 4 Wochen sicher nicht, dann lasse ich es eine sein und schaue, ob es jemand anders sich holt. In dem Moment, in dem ich es zuweise, erwarte ich mir als Entwickler, dass falls jemand anderes implementiert, dass der zuerst mit mir in Rücksprache das macht. Das ist eher so, damit der andere sieht, arbeitet schon jemand an dem Problem oder wird da jemand tot schreiben oder soll ich mir das jetzt schnappen, weil es wird sich momentan eh keiner drum kümmern. Das ist eher so To-Do-Liste. Wichtig ist auch noch das Topics an der Stelle. Wir weisen da auch durchaus Kategorien zu. Das heißt, wir sagen, wenn wir in die Release-Zyklen gehen, das heißt, wir wissen, wir werden in den nächsten 2-3 Wochen releasen, kriegt jeder Bug-Report, wo wir sagen, der muss jetzt für die nächste Release noch gefixt werden, implementiert werden, wie immer, wird der Topic Release-Stopper zugewiesen. Das heißt, wir können auf einen Blick dann über Keyword-Search, und das ist dann quasi eine bekannte URL, wo jeder sofort reinschauen kann, sehen wir, wie viele Release-Stopper bei uns in dem Moment noch aktiv sind. Das heißt, wann können wir releasen, wann können die User bei uns mit einer Release rechnen. Als nächsten Punkt vielleicht für Infrastruktur Richtung Web, auch das Web direkt, da haben wir auch relativ viel gelernt. Klassische Fehler, die begangen werden, sind so Sachen wie, auf der Webseite geht überhaupt nicht hervor, für wen ist das Projekt, um was geht es überhaupt. Als Richtlinie setzt irgendjemand vor eure Webseite, innerhalb von 5 Sekunden erkennt, um was es geht, überarbeiten. Es muss innerhalb von 5 Sekunden muss derjenige wissen, um was geht es da. Es muss aus der Überschrift, aus dem Titel, aus der ersten Zeile, es muss sofort ersichtlich sein. Weil bei der Evaluierung wird es sonst sofort übersehen. Google matcht da auf die ersten 250 Keywords. Die sind viel wichtiger als das, was unten irgendwo im Detail steht, welche Optionen, welche Features. Es ist viel wichtiger, dass man gefunden wird. Wenn jemand noch in dem Fall Linux gleichzeitig Systemadministrator googelt, dann soll der uns finden. Der soll aber umgekehrt sofort wissen, um was geht es bei dem Projekt. Nicht mit falschen Informationen versorgt, nicht sofort schier mit schwarz-weißen Webseite ohne irgendwie ansprechenden Design. Es soll sofort ersichtlich sein, um was es geht. Und da gehört auch dazu, dass man so Sachen wie Changelog online stellt, ein RSS-Feed anbietet. Kaum jemand, der wirklich aktiv viel Software verwendet, hat die Zeit, dass er sich jedes einzelne Softwareprojekt im Detail jedes Mal, jeden Tag die Webseiten besuchen geht. Das heißt, der will informiert werden, RSS-Feed zur Verfügung stellen mit den allerwichtigsten Informationen, wann gibt es eine neue Release, was tut sich gerade, sind die Entwickler auf einer Konferenz anzutreffen, etc. Und was auch noch ziemlich interessant ist, Statistiken anschauen. Und zwar gerade am Anfang von einem Projekt schauen, worauf legen die Leute Wert. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass fast alle User der zweite Klick Screenshots sind. Die Screenshots sind viel entscheidender als irgendwo Marketing-Fug, sondern stellt Screenshots zur Verfügung, damit derjenige, der sich das anschauen kann, einfach weiß, wie ungefähr das ausschaut. Also mit was muss der rechnen? Bei uns gibt es halt relativ klar mal den Bootvorgang. Wie schaut der aus?
Wir arbeiten in einer Frame-Buffer, wir arbeiten textkonsolenbasiert. Wie schaut da Login unter Anführungszeichen aus, etc.? Durchaus praktisch sind auch so Sachen wie Demo-Videos, wenn ihr Software habt. Also es gibt da hervorragende Beispiele, so Ruby on Rails. Wie kann man 15 Minuten damit wirklich an den Start kommen? Das wollen sich die Leute einfach, wenn sie evaluieren oder sich ein Produkt anschauen, wollen sie möglichst schnell irgendwie was Herzeigbares, was Funktionierendes zum Laufen kommen. Das heißt, im Web ist durchaus wichtig, dass man präsent ist und auch schaut, was wollen die Leute eigentlich. Zum Thema Informationen. Es ist auch wichtig, den Nutzer nicht zu überfluten mit Informationen. Viele Nutzer möchten gerne relativ feingrundig entscheiden, was sie jetzt eigentlich für Informationen kriegen wollen. Den normalen Benutzer wird nicht interessieren, welche Diskussionen jetzt im Detail über irgendwelche Programmcode-Stückchen passieren. Das heißt, man muss an dieser Stelle hingehen und Sachen wie Mailinglisten, so klassische Feeds oder Newsfeeds, zumindest so weit teilen, dass man in der Lage ist, zwischen dem Nutzer zu unterscheiden und einem Entwickler. Das heißt, man muss eine Devil-Mailingliste anbieten, man muss eine User-Mailingliste anbieten und man sollte vielleicht auch noch eine Announce-Mailingliste anbieten, wo nichts drüber läuft, als wirklich wichtige Informationen für die Leute. Damit die Leute wirklich in der Lage sind, zu entscheiden, welche Informationen sie jetzt wirklich kriegen wollen. Weil derjenige eigentlich nur wissen möchte, wann das nächste Release rauskommt und plötzlich mit 20, 30, 40 Mails am Tag über so eine klassische User-Mailingliste geflattert wird, dann wird er sich schneller anzusubscriben, als er sich subscribed hatte. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Nutzer nur mit dem zu versorgen, was sie auch wirklich haben möchten und sie nicht zu überfluten. Wichtig vielleicht auch zu sagen, auf der Mailingliste stört mich selbst auch auf anderen Projekten. Schauen, dass das Verhältnis zwischen nützlichen Mails und Spam irgendwie in gutem Verhältnis zueinander steht. Es gibt Mailinglisten, da läuft Spam ziemlich ungefiltert durch. Oder es wird halt irgendein uralt Spam-Assassin ohne irgendeine speziellen Regeln verwendet. Das läuft ständig durch und es ist eh nichts los auf der User-Mailingliste. Damit stirbt das Projekt quasi schon, wenn eine andere Person reinschaut und schaut, was ist auf den Mailinglisten los, wenn er ein Problem hat, kümmert sich da jemand um. Und der sieht nur Spam-Mails. Schaut nicht gut aus. Die Leute wollen das einfach relativ stressfrei lesen. Und zu stressfrei lesen gehört auch G-Man erwähnt. Die Mailinglisten via Usenet zur Verfügung stellen. Das heißt, die Leute müssen nicht subscriben, sondern können ihren Newsreader die Newsgroups lesen gehen. Also die Mailinglisten können aber in beide Richtungen das machen. Das heißt, sie können sogar posten, da gibt es dann noch so eine Bestätigungsmail, die man einmal senden muss für die E-Mail-Adresse und in dem Moment kann man auch posten und liest es dann auf der Mailingliste wieder. Das heißt, Leute, die einfach die Flut an den Mailinglisten, jeder hat sich auf jedem Projekt subscribed, unterdrücken wollen, die nehmen sehr gerne Themen her, dort meldet man seine Mailingliste an und in dem Moment bietet man das auch über die Webseite wieder an. Wenn jetzt auf der Announce-Mailingliste eine neue Release angekündigt wird, steckt relativ viel Arbeit dahinter, bei jedem Projekt, das Qualitätssicherung etc. macht. Wichtig für die Release-Checkliste. Man hat immer die gleichen Tasks zu tun oder fast immer die gleichen Tasks zu tun. Es fängt an wirklich mit Pressearbeit, es geht über Sachen wie Release-Announce-Release-Changelog etc. zu schreiben. Wir haben da Checklisten erstellt, wo wir wissen, was müssen wir kontrollieren, wenn wir releasen, auf was müssen wir Wert legen und automatisieren. Auf keinen Fall Release machen, ohne dass Automatismen bestehen. Es sind so langweilige Sachen bei einer Release zu machen, die keiner macht auf Dauer und es gibt so viele Projekte, wo im Endeffekt dann nur ein, zwei Leute wieder anpacken und irgendwann nach zwei, drei Jahren reicht es den Entwicklern, Jobänderung oder private Situation ändert sich und weg ist das Projekt. Einfach weil Automatismen für so langweilige Arbeiten einfach nicht vorhanden sind. Was in der Stelle ganz wichtig ist, was ich versuche immer zu beherzigen, in dem Moment, wo ein Fehler einmal aufgetreten ist, muss dieser Fehler entweder durch ein Stück Code, also durch einen Automatismus, beseitigt werden, dass er nie wieder auftritt, oder er muss in irgendeiner Form in Dokumentation in eine Checkliste gegossen werden. Das heißt, Fehler dürfen genau einmal auftreten. Beim zweiten Mal darf dieser Fehler nicht mehr auftreten. Gerade beim Release ist das ganz wichtig. Es gibt so Klassiker. Das fängt damit an, dass man zum Beispiel, bei Debian ist es zum Beispiel mal passiert, dass man einen Stable-Release gemacht hat, wo aber noch Testing in den Sources-Listen drin stand. Das heißt, die Leute haben sich das eigentlich das Stable-Release installiert, hatten aber in ihren Quellen für Software-Updates Testing drinstehen. Das ist eine ganz dumme Geschichte, die aber einen extrem schlechten Eindruck macht. Sowas darf genau einmal passieren, beim zweiten Mal muss man dafür einen Check haben. Oder das Programm hat es automatisiert.
ist ganz wichtig. Fehler, die passieren, müssen dokumentiert werden und sie müssen unterbunden werden. Sei es entweder die Dokumentation, dass man in der Lage ist, zu prüfen, ob der Fehler jetzt da ist und abhaken kann, oder dass es einen Code gibt, der es prüft, wenn möglich ist. Zu Automatismen auch noch eine Warnung. Es gibt, jetzt ist es gerade wieder durch die Presse gegangen, in einem anderen Zusammenhang, Automatismen, zum Beispiel bei Windows. Windows-Update automatisch und jeder User. Vorsicht vor solchen Aktionen auf eurer eigenen Infrastruktur. Die Useranzahl kann raufschießen auf einmal. Wenn ein Release rauskommt, habt ihr meistens viel mehr Traffic als unter dem Jahr oder unter den Wochen neben einer Release. Das müsst ihr euch bewusst sein. Wir haben so Features zum Beispiel, dass Leute uns Keywords für ein Programm in eine Datenbank schreiben, den Default haben wir auf Nein gestellt. Wir wollen nicht, dass automatisch Leute es in einer Weilschleife oder so einfach durch Versehen hängen haben, uns submitten und wir die Datenbank mit Schmarrn vollgeschrieben haben. Und es geht auch so über Sachen wie eben aller Windows-Updates, so Mechanismen wie Tools bei Debian scannen automatisch nach Sicherheitslücken. Wenn immer alle Rechner auf der Welt gleichzeitig das ausführen und auf dem gleichen Server die Datenbank abfragen, wird es irgendwann zu einem Problem kommen. Das heißt, auf alle Fälle randomisierte Werte einsetzen und den Default auf Nein setzen, dem User die Freiheit geben, ob er das überhaupt aktiviert haben möchte. Es geht eh zum nächsten Punkt auch gleich über Richtung Ressourcenmanagement. Ein relativ großes Problem bei Open Source Projekten ist kein richtiges Geld für richtige Infrastruktur. Wer mit SourceForge schon mal länger gearbeitet hat, weiß, wie mühsam das ist, mit deren CVS oder welchem Versionskontrollsystem auch immer zu arbeiten ist. Da muss man aufpassen bei der eigenen Infrastruktur, dass in dem Moment, in dem ein Teil kompromittiert ist oder eine extrem hohe Load hat, nicht die komplette Infrastruktur verschwindet. Das fängt an mit Mailinglisten zum Beispiel. Mailinglisten haben relativ wenig Relevanz für einen Webauftritt. Der kann ganz woanders liegen, die Mailadressen kann mit einer Subdomain versehen werden, die lagern man auf andere Rechte aus. Wenn mit einem Angriff auf die Webseite stattfindet, ein Angriff ist zum Beispiel Slashdot. Slashdot werden relativ wenige Projekte, freie Open Source Projekte überleben, ohne dass sie wirkliche Gegenmaßnahmen bzw. Vorbeugungsmaßnahmen getroffen haben. Es geht auch über Heise. Heise produziert schon eine relativ hohe Load bei kleinen Projekten, die vielleicht nur irgendwo einen Webserver daheim stehen haben. In dem Moment, in dem die Infrastruktur steht, das heißt die Leute, die die Webseite besuchen, kommen nicht mehr dorthin, wo sie hinwollen, will man trotzdem über eine Mailingliste kommunizieren können. Das heißt, Services gezielt trennen. Das sind so Sachen wie Paketmanagement bei uns ist getrennt vom Serverinfrastruktur so, dass wenn irgendein Teil auf der Webseite kompromittiert ist, der auf keinen Fall über ein BHP-Skript an unsere Datenbank über die Pakete rauskommt. Das heißt, in den Debian-Paketen hat man gut Zugriff auf Rechnern. Das muss man sich bewusst sein, das muss man abschotten können. Das heißt, Services ganz gezielt analysieren, Mailinglisten, Blogs zum Beispiel. Es gibt wunderbar für Open Source Entwickler die Planet-Seiten, Planet Debian, Planet KDE, was auch immer. Wir haben auch Planet Rimmel, wo wir unsere eigenen Feeds einfach zusammensammeln für die Leute, wo wir auch einen Devil-Blog haben. Das heißt, wir haben einen Blog, in dem wir dokumentieren, auf welchem Event sind wir gerade, woran arbeiten wir, wann wird die nächste Release erwartet, gibt es eine Entwicklungsversion etc., wo wir einfach den Leuten mitteilen, an was wir arbeiten, dass wir noch leben, dass man uns treffen kann etc. Und unabhängig davon, wie unser Webauftritt in dem Moment ist, wenn da wirklich Probleme sind, sei es beim Upgrade vom Apache, dass der irgendwie eine Konfigurationszeile oder man selbst einfach im VI eine Konfigurationszeile verwurschtelt hat, die jetzt den Webauftritt quasi unmöglich macht, auf alle Fälle schauen, trennen. Und dazu auch gleich Versionskontrolle wieder für Konfigurationsdateien. Niemand wird abgehalten davon, dass man etc. oder auch eine Webseite unter Versionskontrolle stellt. Man hat Informationen zu einer Release, jetzt kommt eine neue Release raus, Dateien werden geändert. Wer auf ein CMS setzt, hat nur die Möglichkeit von einem CMS. Wer jetzt mit Plaintext arbeitet oder mit ordentlichem Konfigurationsmanagement und Versionskontrolle von der Webseite, der kann auf alle Daten, die er mal produziert hat, wiederherstellen und zugreifen. Eine andere Geschichte, der man sich auch immer gegenüberstehen muss, ist, dass Infrastruktur für Open Source Projekte immer heißt, dass man so planen muss, dass man ein Release übersteht. Das heißt, wenn man ein Projekt hat, was in gewisser Weise eingesessen ist, hat man das Problem, dass man irgendwas released, dass plötzlich die Zugriffszahlen um das 10, 15, 20-fache ansteigen als vorher. Das
das muss man sich bewusst sein und auch zumindest in der Lage sein, darauf zu reagieren. Das heißt, wenn man natürlich sagt, okay, ich habe jetzt einen Webserver, einen V&V-Server, der ist 90% aller Zeit gut, aber dann, wenn es wirklich interessant ist, das heißt, wenn man Release, wenn man möchte, dass die Leute die Software nicht ansehen, dann komplett in die Knie geht, ist auch irgendwas falsch gelaufen. Man sollte zumindest annäherungsweise eine Worst-Case-Betrachtung bei solchen Sachen machen. Das heißt, wenn ich mir überlege, was für eine Struktur ich brauche, sollte ich mir zumindest darüber klar sein, dass ich einen Release überstehen muss. Wenn ich dann wirklich auf Heise erwähnt werde, okay, das ist vielleicht für die meisten Projekte schon zu viel. Von Slash darüber wir gar nicht reden. Deswegen auch andere, ganz andere große Software nicht hier. Aber man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass solche Fälle auftreten. Man muss auch darauf reagieren können. Sei es nur, dass man zielgerichtet den Webserver abschaltet, weil man das weiß, also dass es zum Beispiel in den Knien ist, damit die anderen Dienste noch wieder verfügbar sind. Man muss sich zumindest mal überlegen, was man dann tut. Oder ob man irgendwie einen kleinen statischen Webserver hat, der plötzlich nur noch eine Notfallseite ausliefert. Das sind zumindest Sachen, die man sich im Vorhinein überlegen kann. Es geht da weiter über Monitoring. Das heißt, man sollte auch durchaus die eigenen Dienste überwachen. Wenn man wirklich Mail-Server, diverse Webseiten mit verschiedenen Subdomains betreibt und nicht ständig jede Subdomain im Auge hat oder vielleicht nur über einen Mechanismus immer nutzt, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass man die Infrastruktur selbst auch monitort, sofern man das nicht sowieso schon an irgendeinen Provider ausgegliedert hat. Und als letzten Punkt vielleicht noch, es gibt auch nicht-technische Infrastrukturen, so Sachen wie Merchandising. Open-Source-Projekte werden hauptsächlich durch Mundpropaganda verbreitet. Das heißt, wir haben nicht den, das hat von der Valerie einen relativ passenden Vortrag dafür gegeben, ein Marketing im Open-Source-Umfeld, das ist eher angesprochen worden. Wir haben nicht den klassischen Vertriebsweg, wie eine kommerzielle Firma. Das heißt, wir haben nicht unsere Business-Events, sondern wir fahren auf Kongresse, so wie Roscon. Wir sind im Web präsent, auf Mailinglisten etc. und extrem fördernd für Projekte ist Mundpropaganda, gute Mundpropaganda. Nichts zählt so viel, wie einer sagt, ich habe die beste Software, der beste Client, bla bla bla. Zählt viel mehr, als wenn Info-Marketing schwafel im Web steht. Das heißt auch, dass man das den Leuten irgendwie transportieren muss. Das fängt so an wie mit Shirts, das geht über CDs, das geht über Sticker, Flyer, Poster, auf Events fahren, wo halt über das Thema geredet wird, mit anderen Leuten treffen, andere Leute involvieren, mit Usern sprechen, Feedback einholen. Es ist nichts motivierender, als man fährt irgendwo hin und hört von den eigenen Anwendern am Stand, ja super, das ist das genau das, was ich gesucht habe, oder mir fehlt nur die Kleinigkeit und ich traue mir das nicht auf die Mailinglisten schicken oder ich kenne mich da nicht aus. Durchaus auch solche Zielgruppen im Auge behalten, die vielleicht sich niemals beim Mailen wollen können, die das aber durchaus im persönlichen Gespräch dann mit Freude und vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit für den Entwickler, aber im Endeffekt für die User Feature, das ihnen schon immer gefällt hat und andere Leute führt das auch hin. Ja, Merchandising. Ganz wichtig an der Stelle ist vielleicht auch, dass man versucht, ein bisschen eine eigene Identität zu schaffen. Es gibt tausende von Blog-Software, es gibt tausende von Editoren. Eigentlich gibt es jede Software tausendfach im Open-Source-Bereich, also nicht nur im Open-Source-Bereich natürlich, aber gerade im Open-Source-Bereich. Und wenn man möchte, dass man Nutzer kriegt, muss man zumindest in der Lage sein, in gewisser Form eine eigene Identität zu transportieren. Es gibt welche, die machen das, schaffen das wunderbar über Logos, Maskottchen, Wiedererkennungswerte sind da ganz wichtig. Wir schaffen das hauptsächlich über unsere sehr innovativen Release-Namen. Es ist einfach so, sowas wie Funkenzuxler merkt man sich. Das merken sich die Leute. Das sind doch die mit den komischen Release-Namen. Das ist dann schon wieder ein Gespräch. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man in irgendeiner Form eine eigene Identität entwickelt. Das heißt, man muss schon irgendwo sich selbst treu bleiben und aber auch in der Lage zu sein, halt im Gespräch zu bleiben. Weil sonst ohne Benutzer, ohne Entwickler geht ein Projekt einfach runter. Es gibt so viele Projekte, die vielversprechend waren, wunderschönen Code geliefert haben, wunderbare Software geschrieben haben, die aber einfach untergegangen sind, weil irgendwann die Motivation fehlte. Ein Entwickler, der keine Benutzer hat und kein Feedback kriegt, hat irgendwann keine Lust mehr, an irgendeinem Projekt zu arbeiten. Da gibt es so viel Software, die einfach eingegangen ist und das ist einfach schade. Es ist immer schön, wenn die Software sich weiterentwickelt. Und sei es nur, dass irgendwann einen neuen Mentor hat, weil sich jemand anders für dieses Projekt interessiert. Deswegen muss man eigentlich immer versuchen, sowohl die Benutzer als auch Entwickler heranzukriegen. Sind beide wichtig, beide gleich wichtig. Das ist eigentlich, was wir
denke mal, dass wir das abschließend dazu sagen können. Wir haben jetzt heute noch 10 Minuten knapp und wenn es noch Fragen sind, Thomas. Ja, eine Frage. Was gibt es für Möglichkeiten, diesen Schritt von einem Ein-Mann-Projekt zu, sagen wir, einer Handvoll oder ein Dutzend Entwickler, diese neuen Entwickler zu motivieren? Also meine Erfahrung ist, Fei auch lange Zeit wirklich Ein-Mann-Projekt. Dann fing es mal an, dass wir vielleicht so 5 waren oder auch mal 10, wobei ich festgestellt habe, im Endeffekt bin schon ich wieder alleine, der alle Arbeit macht, weil oft ist, die Leute sagen, ja, wir haben tolle Pläne und ich würde gerne das und das machen, aber ich habe keine Zeit. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Leute, die eben mitmachen wollen, zu motivieren, dass sie verlässlicher sind? Das ist ja sowieso das Problem bei Open Source. Man kann die Leute nicht zwingen. Hier, wir wollen Release machen und machen wir dann, sagt er, ja, ich habe jetzt Urlaub, ich mache gerade was anderes. Gibt es da eine Möglichkeit, Tipps? Eine zuverlässige Möglichkeit gibt es sehr wenig. Aber eine der Sachen ist vielleicht, alle Einstiegshürden so gering wie möglich zu halten. Wenn es Leuten leicht gemacht wird, Code vielleicht auch mal ein Stückchenweise in ein Projekt einzubringen, sodass man dann auch wieder andere Leute in der Lage sind, auf diesen Zug wieder aufzuspringen, hat man eigentlich schon viel geschafft. Teilweise hilft es, wenn vielleicht jemand sagt, okay, ich habe jetzt die Idee, mach 100 Zeilen komplett kaputten Code, der aber die Idee transportiert, dann kommt jetzt ein anderer und sagt, das ist genau richtig, das machen wir jetzt fertig. Deswegen muss es leicht sein, man muss Branches schaffen, die Leute müssen in der Lage sein, in eigene Subprojekte Zeit zu stecken, sodass man halt da ein bisschen die Motivation kriegt. Kommunikation ist natürlich auch ganz wichtig. Wenn die Entwickler untereinander viel kommunizieren und auch die Ideen austauschen, das hilft sehr viel. Also wir zum Beispiel, ich war jetzt vor ein paar Monaten in Graz, da habe ich auch mehrere Kommunikationsentwickler getroffen und allein schon durch die Kommunikation zwischen Entwicklern entstehen so viele Ideen und auch Motivation, wieder was mit einem Projekt zu tun, dass man das nie vernachlässigen sollte. Viel auf Konferenzen fahren, viel zu viel, die Leute so viel wie möglich zusammenkriegen. Sei es nur abends auf dem Bier, dabei entstehen die wildesten Ideen und die auch noch im Boden gesetzt werden. Ich muss sagen, an Ideen, ich habe die Erfahrung gemacht, Ideen und große Pläne machen, was wir mal alles machen wollen, da kenne ich viele Leute, die tolle Ideen haben. Wenn es dann an die konkrete Umsetzung geht, hapert es meistens dann. Sehr hilfreich, oder was wir klassischerweise in dem Fall, oder vor allem ich bemerkt habe, ist Anwendungsfälle dokumentieren für die Software. Wir haben auch, ich weiß nicht wie viele Tools drauf, die relativ unbekannt sind, einfach weil der Anwendungsfall dafür noch nicht dokumentiert ist. Die Leute wissen nicht, wie muss ich das machen oder in welchem Problemfall kann mir das helfen. Also in deinem konkreten Fall, wenn ich mich zu dir quasi am Lebensstand hinsetze und du sagst mir fein, bin ich in einer halben Stunde definitiv weiter als in 6 Stunden allein Arbeit. Weil du genau weißt, welche Konfigurationsdatei du angreifen musst, ich schreibe das mit und du weißt eh, wie die Dokumentation. Glücklicherweise hast du es direkt schon dokumentiert. Ja, genau. Das ist eher die Ausnahme. Das musst du mir geben, wo drinnen steht, Achtung, nur die 5 Schritte machen und dann habt ihr einen lauffähigen Fei-Server. Sobald die Einstiegshürde gering ist, das Produkt zu verwenden, also gerade in deinem Fall, weil Fei halt nicht gerade Trivial-Software ist, beziehungsweise auch umgekehrt in die andere Richtung, den Source-Code online vorausbar machen. Es gibt Leute, die sitzen in der Arbeit auf einer Windows-Workstation, langweilen sich, weil sie wieder irgendwas zu tun haben oder warten sie auf den Compile-Job XY und gehen dabei surfen. Die haben Zeit, sich auf am Windows-System, ohne dass sie jetzt am Mercurial bei uns in unserem Fall oder Subversion oder CVS, Git etc. zur Verfügung haben, können die sich im Web den Code anschauen und sich, das gefällt mir oder da könnte man was tun und setzen sich vielleicht am Abend daheim hin und machen da konkret was. Mhm. Einstiegshürden an allen Stellen möglichst gering halten. Ich habe einen Einsatz. Selber von Kritiken sagen, was man am liebsten haben will. Glaube ich, das hilft. Also die Prioritäten unterscheiden sich oft ganz, ganz wild von einem Entwickler zum nächsten Entwickler zum User. Also es gibt Leute, für die ist so eine Kleinigkeit oft so entscheidend, der Entwickler kann es in 2 Zeilen Code implementieren und umgekehrt gibt es so Anwender, die dann sagen, ich möchte eigentlich nur die Kleinigkeit da haben und der Entwickler weiß, sitze ich wieder 2 Wochen dabei und dann funktionieren 3 andere Sachen im Tool wieder nicht. Also Prioritäten ist ganz was Schweres und wird so Sachen, wo einer den Code geschrieben hat vom Programm, aber der möchte das Feature einfach gar nicht implementiert haben und setzt sich damit nie dran, dass er den schreibt. Das heißt, da wird einmal jemand kommen müssen und den Code dafür schreiben oder Codebasis. Also ich glaube, viel wichtiger ist, dass man die Einstiegshürden ganz brutal niedrig hält, egal in welchem Bereich. Kollege hinten noch hier schon mal. Ich wollte jetzt nur mal sagen, dass bei mir oft wirklich eine Motivation
uns fremd ist. Die ursprüngliche Motivation, in einem Projekt mitzuarbeiten, die kommt meist aus mir. Wie gerade gesagt, ich surfe irgendwo, finde was, finde das gut, finde das Programm gut, will was verbessern. Und was mir häufig, jetzt von den Projekten will ich nichts sagen, kenne ich nicht. Also, aber ich habe dann irgendwas hingeschickt, was auch immer, ein Text, sonst was, und dann kam keine Reaktion. Da ist mir eine Reaktion lieber, ja, okay, habe ich gekriegt, aber ich bin jetzt selber gerade irgendwie beschäftigt, im Urlaub, sonst irgendwas, aber ich werde mich darum kümmern. Und das habe ich ganz oft gemerkt, dass das so richtig so die Luft raus. Ja, Antwortzeiten ist durchaus auch wichtig, guter Punkt, dass man also wirklich reagiert und sei es nur, das sind also Sachen wie, ich habe im Moment keine Zeit. Damit ist dem User schon geholfen, weil der weiß, die haben das gelesen, der weiß, dass der sich vielleicht darum kümmern wird, jetzt vielleicht in den nächsten 3 Wochen, aber vielleicht schaut er sich dann auch an. Und umgekehrt, also als Abschottung oder vielleicht Schutz als Bild für dich, genau der Punkt, den ich angesprochen habe, mit der Versionskontrolle online. Also wir haben uns auch jetzt dran gesetzt, gestern von Holländer. Daniels. Genau. Wunderbare Software gesehen, also nicht von ihm, sondern der hat uns auf was hingewiesen, das möchte man haben. Schauen auf die Versionskontrolle und sehen halt, der letzte Check-in war halt vor 2 Jahren. Da muss man sich dann überlegen, ist es das wert, dass man sich da in die Software nochmal kniet? Und das ist der Punkt. Öffentlich machen von Versionskontrolle, dass man sieht, was tut sich da. Wenn du gesehen hättest, vor einer Woche war der Check-in gewesen, ist da noch ein Check-in gewesen im Trunk, dann hättest du wahrscheinlich ohne Probleme den Patch dort zerbieten können. Wenn du dort siehst, da hat sich vielleicht seit einem Jahr oder 2 Jahren schon gar nichts mehr getan. Dann im Vorfeld die Entwickler anschreiben, wollt ihr überhaupt einen Patch annehmen, könnt ihr den überhaupt annehmen, schert ihr euch drum, etc. Mich würde mal interessieren, ihr habt ja sehr stark, sagen wir mal, auf eure technische Infrastruktur abgestellt. Wie organisiert ihr die Leute? Ihr habt ja Leute mit ganz unterschiedlichen, sagen wir mal, Aufgaben. Das sind ja nicht nur die Entwickler, die da am Code arbeiten, das sind Leute, die für euch die Sachen testen müssen, das sind Leute, die für euch Dokumentationen schreiben, das geht ja über die Menschheit hinaus. Muss ja auch mal irgendwo was kommen. Es gibt Leute, die für euch Marketing machen müssen und leisten, indem sie eben, was weiß ich, Pressemitteilungen und dergleichen rausbringen. Oder es gibt Leute, die sicher vielleicht kein Code schreiben können, aber prima, was weiß ich, T-Shirts entwerfen können. Riesenproblem, also bei uns zum Beispiel, wir sind ein sehr technisch lastiges Projekt, das heißt, bei uns ist das größte Problem, also wenn sich da jemand mit dem grafischen Bereich angesprochen Katastrophen bei uns, wenn es darum geht, dass wir ein neues Wallpaper machen müssen. Also wir haben schon Release-Topper Wallpaper gehabt. Also das, also das sind so Kleinigkeiten. Das heißt, man muss sich in die Richtung umschauen. Und was wir zumindest den Teil bezüglich Testen abgefangen haben, ist, wir haben jetzt Devil-Releases, also Beta-Releases, wo wir zuerst in einem Closed-Source-Umfeld unter Anführungszeichen releasen. Als Linux Live CD haben wir die Pflicht, dass wir für jede Release die Sourcen verfügbar halten. Da haben wir unser dank Alex wieder Infrastrukturskript, das schon relativ automatisiert macht. Wir wollen aber nicht für jede Zwischenrelease das gleiche machen müssen, einfach aus Hosting-Gründen, weil man da 3 Jahre den Source-Vorrat fertig halten muss und bei 2000 Themenpaketen ist das ein bisschen was. Das heißt, wir haben uns entschieden, wir geben es an eine geschlossene Benutzergruppe, das heißt Non-Public, aber vor der Release mehrere Releases bzw. Release-Candidates, die wirklich public sind. Das heißt, jeder kann sich das noch einmal holen, kann schauen, funktionieren die für mich relevanten Sachen. Vor allem im Geschäftsumfeld, sobald die Software irgendwie relativ kritisch wird, ist es sehr wichtig, dass dort nichts Kritisches mehr passiert. Das heißt, man darf kein Datenverlust sein. Also als bestes Beispiel hat da im Vortrag von der Valerie hat jemand angemerkt, K-Mail, sehr unmachbar, weil wenn da eine E-Mail verschwindet, dann sind die Leute stinksauer. Das sind so Sachen, die kann man nur über wirklich Entwickler-Releases, also wo sich die Entwickler das anschauen und dann Beta-Tester, Entwickler und User gemeinsam anschauen können, wo neue Features getestet werden. Funktioniert es für den User so, wie es er sich erwartet? Ja, wie organisiert ihr das? Anpingen quasi die Leute. Also bei mir gibt es dann im Devil-Blog über Irk, über Mailingliste, auch an die geschlossene Benutzergruppe, genauso wie an die Entwickler, gibt es eine Mail, wir haben eine neue Release, bitte testen. Wir haben dann im Wiki-Seiten, wo wir bekannte Bugs dokumentieren, ohne dass man jetzt mit dem Bug-Tracking-System vereint sein muss. Im Bug-Tracking-System landet man die Sachen für die Entwickler wiederum, das heißt, wir kümmern uns darum. Es ist so, man findet da irgendwie sein Arbeitsstil, wie es am besten funktioniert, weil wir sind offiziell im Team, sind irgendwas 15 bis 20 Leute und aktiv entwickeln tun aber niemals 15 bis 20 Leute. Das heißt, man winkt halt die passenden Leute an und sagt,
Leute gefunden, die halt dann wirklich ein Wallpaper designen können, die mit Rechnern überhaupt nichts am Hut haben. Oder umgekehrt ein T-Shirt designen oder einen Flyer gestalten oder irgendwas organisieren, einfach ein Event etc. Also das ergibt sich, hätte ich gesagt, aus der Arbeitsweise der Entwickler selbst. Also Generalrezept gibt es da nicht. Man kann es vor allem nicht zwingen. Das ist immer alles Freiwilligenarbeit. Man kann nur versuchen, die Benutzer so weit wie möglich einzubeziehen. Sie müssen sich angesprochen fühlen, über Mailinglisten, über Beta-Programme. Allein das ist für einige Leute schon ein Reiz, dass sie halt Software kriegen, bevor andere Leute sie kriegen. Das ist für einige Leute ein Reiz. Und das ist die einzige Chance, die man hat. Man muss den Nutzer interessant sein, man muss den Nutzer einbeziehen und dann hoffen, dass das Feedback kommt. Deswegen kann man es leider nicht. Da kann man hoffen. So, sonst noch ein Ja, aber wenn man den Motto, dass man hier erzählt, weil zum Beispiel dazu verantwortlich führt, einer sagt, okay, ich fühle mich, sagen wir mal, fürs Testen verantwortlich. Fürs Testen verantwortlich, das funktioniert. Also, das Problem haben wir gehabt, dass wir mal versucht, so Metriken zu finden, zum Beispiel, welche Software ist in welcher Version getestet worden von wem. Funktioniert nicht. Funktioniert für ein Release, vielleicht für ein paar Leute, für mehrere Releases, aber auf Dauer funktioniert es nicht. Also, die Metriken sind die Anwendung. Und die Anwendung haben nur die User und nicht irgendeine Tester oder irgendeine Entwickler. Ich weiß ganz genau, dass meine Core-Software, die ich bei Google verwende, ziemlich sicher immer funktioniert, weil diese ständige Verwendung jeden Bug sofort fixen kann. Es gibt aber Software, die verwenden halt User viel lieber oder die kennen die Schmähs nicht in der und der Form. Das sind so Sachen, das kommt meist im Anwendungsfall drauf. Da hilft kein Tester der Welt, weil der Tester der Welt geht nach der Checklisten vor und die Checklisten kann ein Entwickler selbst da durchgehen. Also da kann, man kann wirklich nur an die User die Software rausbringen. Das wäre die allerletzte. Ja. Ein bisschen noch was. Erzähl noch ein bisschen was.